10 Dinge, die ein Fitnesscoach nicht mehr hören kann. Erstens, ich muss ja so wenig essen, um abzunehmen. Nein, das musst du nicht. Du musst nicht wenig essen, um abzunehmen. Das ist ein Mythos. Zweitens, ich muss ja eine Sportskanone sein, um abzunehmen. Nein, das musst du nicht. Du musst keine große Sportskanone sein, 6-mal die Woche ins Gym gehen oder irgendwie groß joggen gehen. Das ist ein Mythos. 1 bis 2-mal die Woche zu Hause, das reicht schon. Drittens, ich esse ja schon gesund, aber irgendwie nehme ich trotzdem nicht ab. Ich kann dir verraten, gesund essen ist nicht gleich gut fürs Abnehmen. Du kannst Nüsse essen, Avocado, gesunde Lebensmittel, aber trotzdem in einem Kalorienüberschuss sein und dann wirst du nicht abnehmen. Dementsprechend lass dir das nicht einreden, dass du gesund essen musst, um abzunehmen. Das stimmt so nicht. Viertens, Low Carb ist super, um abzunehmen. Nein, das stimmt auch so nicht. Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, ist mit Verzicht verbunden. Das hältst du ein paar Wochen durch, vielleicht auch ein paar Monate, aber wer hat Bock auf Brot zu verzichten, auf Nudeln zu verzichten, auf Eis zu verzichten, auf Früchte zu verzichten? Fast niemand. Das ist nicht nachhaltig durchhaltbar. Fünftens, man darf nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, wenn man abnehmen will. Das stimmt auch so nicht. Ich verrate dir, dein Körper weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, wann du etwas isst. Er weiß nur genau, was du isst. Es kommt auf deinen täglichen Tagesbedarf an und nicht um welche Uhrzeit. Du kannst auch nach 18 Uhr noch viel essen. Sechstens, wie kann ich unteres Bauchfett loswerden? Mit welcher Übung? Ich verrate dir, keine Übung der Welt sorgt dafür, dass du gezielt unteres Bauchfett los wirst. Es gibt keine Methode, um gezielt Fett zu brennen. Du kannst nur generell Fett verbrennen und irgendwann geht es dann auch im unteren Bauch weg. Siebtens, Lebensmittel XY ist schlecht fürs Abnehmen oder ist gut fürs Abnehmen. Man kann das nicht so pauschalisieren, dass man sagt, das eine Lebensmittel ist gut oder das andere ist schlecht, denn der Körper weiß nicht, was du isst, er weiß nur, welche Nährwerte drin sind. Sagen wir mal, ein Burger kann dafür sorgen, dass du abnimmst, wenn du deinen täglichen Bedarf triffst, wobei aber zum Beispiel eine Avocado, die gesund ist, nicht dafür sorgen kann. Deswegen ist kein Lebensmittel pauschal gut oder kein Lebensmittel pauschal schlecht. Du kannst alles essen und das ist gut. Achtens, mit diesem Trick kannst du schneller abnehmen. Ich verrate dir, es gibt keinen Trick. Hör auf, dir einreden zu lassen, dass irgendwie du Zitronenwasser trinken musst, Kreuzkümmel in dein Wasser tun musst oder irgendeinen Trick machen musst, um abzunehmen. Leider gibt es diesen Trick nicht. Es gibt keine magische Pille. Es führt nichts an den normalen Dingen vorbei. Aber das ist auch gut so, dann hält es auch. Hör bitte auf, nach einer magischen Lösung zu suchen. Neuntens, ich habe immer Heißhunger, ich schaffe es nie durchzuhalten, weil ich kriege immer Fressattacken. Heißhunger ist nichts Normales. Heißhunger kommt davon, dass du zu wenig isst und keinen roten Faden, keine Struktur in deiner Ernährung drin hast. Es ist kein Wunder, dass du einen Heißhunger bekommst. Wenn du die richtigen Nährstoffe hast und diesen roten Faden, wo du weißt, hey, wann kann ich was essen, wie viel, dann bekommst du auch keinen Heißhunger. Hier und da mal Lust auf was Leckeres ist vollkommen okay und dann kannst du immer noch mal ein Stückchen Schokolade essen oder vielleicht mehr, vollkommen okay. Zehntens, ich mache ja mal ganz viele Workouts, ganz viele Pamela-Reif-Workouts, aber trotzdem werden meine Beine nicht schlank, mein Bauch wird nicht flach. Woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Workouts an sich nicht viel bringen. Du verbrennst zwar ein paar Kalorien, aber wirklich für Muskelaufbau, für die Straffung ist es nicht wirklich vorteilhaft und es macht so wenig aus zum Abnehmen und die Ernährung macht so viel aus. Deswegen mach es direkt richtig. Wenn du jetzt sagst, hey, du hast dich bei diesen 10 Dingen vielleicht wiedererkannt und sagst, du willst auch abnehmen, flachen Bauch bekommen, dann kannst du dich jetzt gerne mal für ein Coaching bei uns bewerben. Du kannst jetzt gerne mal das kostenlose und unverbindliche Erstgespräch machen. Du sprichst mit mir persönlich oder einem Experten aus meinem Team. Wir schauen mal, wo du stehst, was dein Ziel ist und wie wir dir vielleicht auch mit dem Coaching helfen können, deinen Traumkörper zu rechnen. Klick dazu einfach unter diesem Video auf den Link www.henryzell.com. Mach den Termin aus für das kostenlose Erstgespräch. Gib diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.